Es ist eine eigene Art, den Nationalfeiertag zu begehen. Egal bei welcher Witterung, er findet statt. Alljährlich am 26. Oktober, der Murauer Stadtlauf. Ein Sportevent für die ganze Familie, an dem rund 400 Teilnehmer sich Jahr für Jahr messen. Noch vorm Start sind alle guter Dinge. Glaubt ihr, seid vorne mit dabei heute? Ja, schon. Macht das Spaß? Ist man da nicht aufgeregt für so einen Start oder seid ihr schon solche Profis? Aufgeregt bin ich ein bisschen. Ich war voriges Jahr schon dabei, also ich weiß, was auf mich zukommt. Ich bin jetzt das erste Mal dabei und ich freue mich riesig auf diesen Lauf. Ich habe die Strecke von 2,3 Kilometer bis jetzt noch nicht bewältigt. Bin sehr neugierig, habe gehört, dass es eine sehr selektive, anspruchsvolle Strecke ist. Aber ich bin überzeugt, dass es irgendwie gehen wird und wir haben ein starkes Team. Ich möchte auch dazu sagen, dass wir von den Stadtwerken insgesamt 3 Teams stellen, was ich sehr gut finde und unterstreicht, dass in der Firma auch Sport eine wichtige Rolle spielt. Und, habt ihr euch gut vorbereitet für heute? Ja, sicher, ist das Minimum. Welche Erwartungen habt ihr? Ja, quasi genau, haben wir eigentlich noch nicht drüber geredet, aber schon vorhin dabei war. Ja, dann toi, toi, toi. Danke, danke. Und ich bin schon öfter dabei gewesen. Schau eigentlich, wenn ich Zeit habe, dass ich immer da dabei bin. Ist so mein Saisonabschluss beim Laufen. Also die großen Herausforderungen waren darin gegeben, dass wir versucht haben, eben die Vereine, welche uns jetzt unterstützen, zur Mitarbeit zu überreden. Aber ich muss sagen, das sind teilweise sehr junge Mitglieder, die uns helfen. Und schlussendlich war es dann eine Freude, diesen Lauf zu organisieren. Und wenn man natürlich viele Teilnehmer hat, wie es heuer wieder der Fall ist, kann man sagen, werden diese Bemühungen auch belohnt. Schlussendlich verzeichnen wir fast einen Teilnehmerrekord wieder mit knapp 400 Teilnehmern, aktiven Teilnehmern, denen das Wetter heute nichts macht. Also sind wir dann ein bisschen stolz drauf. Los geht's bei der Berufsschule um 10.30 Uhr mit dem Start der Nordic Walker. Danach galt das ganze Hauptaugenmerk den vielen Kinderläufen. Von den Superminis bis zu den größeren Kinderklassen. Beim Hauptlauf waren 9,2 Kilometer im Einzel oder Team zu bewältigen. Der Streckenverlauf durch die Murauer Altstadt ist bei den Laufsportfreunden äußerst beliebt. Unter das einfache Fußvolk mischten sich auch so manche Profis. Wie Walter Gstallnig, der heuer bereits 28 Marathons gelaufen ist, oder Jürgen Kropf, Staatsmeister in Duathlon, oder die erfolgreiche Ironman-Teilnehmerin Simone Helfenschneider, die als beste Steirerin und zweitbeste Österreicherin abschnitt. Oder der Unsmarkter Walter Gickle, Weltmeister in Nordic Walking. Das ist ja Pflicht, wenn man schon Unsmarkter ist am Urtoller, da können wir die regionalen Veranstaltungen unterstützen, beziehungsweise das ist einfach eine Pflicht am Ende. Bester Murauer und Tagessieger wurde Jürgen Kropf vom Team Murrunners 3. Also das Schönste ist natürlich, wenn man die Läufer sieht und mit den strahlenden Gesichtern, aber Dankeschön geht natürlich vor allem an die helfenden Hände. Das ist zum Beispiel die RIP Crew, die uns unterstützt hat, das ist die Feuerwehr, die uns unterstützt hat, Berg- und Naturwacht war dabei, WSV Mura war dabei und der Schützenverein, die halt einfach hier bei der Organisation, Aufbau etc. uns geholfen haben, aber natürlich haben wir auch großartige Firmen im Hintergrund, die uns finanziell unterstützen. Ich möchte auch die Firma Binter, Intersport Binter erwähnen, die einfach, wo die Frau Binter ebenfalls in der Organisation drinnen ist, aber eben auch alle anderen Partner, die Sie hier in Form von Transparentwerbung sehen. Das ist eine Liste, ich kann da jetzt gar nicht alle aufzählen, die uns finanziell unterstützen. Und ohne diese Unterstützung und die helfenden Hände wäre so eine Veranstaltung nicht möglich. Das regnerisch nasskalte Wetter tat der guten Sache keinen Abbruch. Und letztendlich zählte in der Bier- und Holzstadt Murau an diesem Tag nur der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Ich halte es so schnell, bist du nahe. Komm so schnell.